Hallo YouTube, es ist mal wieder Schmittwoch und deshalb Zeit für die News. Die Themen der heutigen Ausgabe sind, wie ein Smartphone in der Lage ist, den Sauerstoffgehalt in unserem Blut zu messen. Außerdem reden wir über dunkle Materie und... Der Schützenfisch. Oder wie unsere Dori jetzt sagen würde, der Schützenfisch. Forscher der Universität Bayreuth haben einen weiteren Mechanismus entschlüsselt, warum der Schützenfisch ein so effektiver Jäger ist. Er fasziniert die Wissenschaft wahrscheinlich schon seit seiner Entdeckung, denn er hat eine der spektakulärsten Jagdarten überhaupt. Dabei ist sein Name Programm, da er seine Opfer mit gezielten Schüssen aus dem Wasser jagt. Dafür nutzt er seinen Mund, um einen Wasserstrahl zu erzeugen. Seine Beute sind Insekten, die sich auf Ästen von bis zu 4 Meter Entfernung befinden. Um seine Ziele zu treffen, kalkuliert er nicht nur die Lichtbrechung des Wassers mit ein, er manipuliert seinen Wasserstrahl auch genau so, dass er seine Beute mit maximaler Wassermenge trifft. Dies erreicht er dadurch, dass das gesamt abgefeuerte Wasser möglichst gleichzeitig auftrifft. Aus dem Wasserstrahl wird also während des Fluges ein Wasserklumpen. Wie das funktioniert, haben die Bayreuther Forscher jetzt erstmals beschrieben. Wasser kann also als eine inkompressible Flüssigkeit beschrieben werden. Das bedeutet, dass sie sich durch Druck nicht zusammenpressen lässt. Wenn nun eine solche Flüssigkeit durch ein Rohr geschleust wird, an dem es eine Verengung gibt, erhöht sich die Geschwindigkeit. Dieses Phänomen nennt man Venturi-Effekt, benannt nach dem Italiener Giovanni Battista Venturi. Dies macht sich der kleine Fisch zunutze, indem er die Größe seiner Mundöffnung variiert, während das Wasser herausströmt. Der Mund wird zuerst geöffnet und nach geschlossen, sodass das Wasser, das an einem späteren Zeitpunkt den Mund verlässt, genauso schnell ankommt wie das erste. Ein geübter Fisch kann somit die Wirkung seines Wassergeschosses verstärken. Oh, ich muss los. Hi. Ein südkoreanischer Handyhersteller liefert uns ab Oktober ein Smartphone, das in der Lage ist, den Sauerstoffgehalt in unserem Blut zu bestimmen. Sauerstoff ist ein Gas, was für uns lebenswichtig ist, denn unsere Zellen benötigen es, um unsere Nahrung in für uns verwertbare Energie umzuwandeln. Wir nehmen Sauerstoff mit unseren Lungen auf und von dort aus gelangt es direkt ins Blut. Dieses sauerstoffreiche Blut wird zu unserem Herzen befördert und von dort aus überall im Körper verteilt. Transportiert wird der Sauerstoff, indem er sich an die roten Blutkörperchen heftet und zu den Stellen in unserem Körper wandert, in denen er gerade gebraucht wird. Dort geben die roten Blutkörperchen den Sauerstoff wieder ab und begeben sich über das Herz zur Lunge, um wieder neuen Sauerstoff aufzunehmen. Blutbahnen, die zum Herzen führen, heißen Venen und Blutbahnen, die vom Herzen wegführen, werden Arterien genannt. Kleine Eselsbrücke gefällig? Arterien, Abfahrt! Arterien transportieren sauerstoffreiches Blut bis auf die Arterien, die zur Lunge führen. Der Sauerstoffgehalt der Arterien ist ein wichtiger Parameter für die Beurteilung der Atemfunktion. Und wie kann nun ein Smartphone den Sauerstoffgehalt in unserem Blut messen? Der dafür zuständige Sensor besitzt 2 LEDs und einen Fotodetektor. Gemessen wird an einem leicht zugänglichen Körperteil wie Finger oder Uhr. Das Verfahren wird Pulsoximetrie genannt. Eine LED sendet rotes Licht mit einer Wellenlänge von 660 Nanometer aus, die andere sendet infrarotes Licht mit einer Wellenlänge von 940 Nanometer aus. Das rote Licht wird gut von sauerstoffreichem Blut aufgenommen und das infrarote Licht wird von sauerstoffarmem bevorzugt. Hält man nun den Finger an den Sensor, wird ermittelt, wie viel Licht vom Blut aufgenommen, also absorbiert wird. Insgesamt werden 3 Werte ermittelt. Einmal bei angeschaltetem rotem Licht, ein zweites Mal bei angeschaltetem Infrarotlicht und schließlich einmal ohne Licht, um das Umgebungslicht herausrechnen zu können. Bei den ersten beiden Messungen ist die Strahlungsintensität bekannt, denn der Hersteller weiß ja, was für Lämpchen er da einbaut. Es kann also gemessen werden, wie viel Licht vom Blut aufgenommen wurde. Die Daten werden von dem Sensor an einen Chip weitergegeben, der Vergleichswerte gespeichert hat und uns so den Sauerstoffgehalt ausgeben kann. So viel Hightech in einem kleinen Gerät, das ist schon unfassbar. Vielleicht tragen wir ja bald einen Detektor für dunkle Materie mit uns herum. Ein Experiment auf der Raumstation ISS liefert neue Hinweise auf dunkle Materie. Die Forscher haben bei ihren Untersuchungen ein Gerät verwendet, welches Positronen zählt. Positronen sind Elementarteilchen und gehören zur sogenannten Antimaterie. Antimaterie zerstrahlt mit Materie zu purer Energie. Diesen Vorgang nennt man Annihilation. Solche Untersuchungen sind im Weltall sinnvoll, da dort oben weniger Materie herumschwirrt. Als sich die Forscher die Zahlen der Positronen angeschaut haben, waren diese in einem ganz bestimmten Energiebereich sehr hoch. Die Erklärung hierfür könnte dunkle Materie sein. Dunkle Materie wechselwirkt mit der Gravitation. Es sind also Anziehungskräfte beobachtbar, die man sich damit zu erklären versucht.
Beobachtet man Planeten oder Sterne, bewegen sie sich oft anders, als sie aufgrund der Gravitation von sichtbaren Objekten sollen. Was haben jetzt die Positronen aus dem Experiment damit zu tun? Die große Zahl der Positronen könnte dadurch zustande kommen, dass andere Teilchen zusammenstoßen und die Positronen dabei entstehen. Diese anderen Teilchen werden Neutralinos genannt und besitzen genau die Eigenschaften, die dunkle Materie haben sollte. Also eine Wechselwirkung mit Gravitation und eine schwache Wechselwirkung mit elektromagnetischer Strahlung wie Licht. Neutralinos direkt nachzuweisen ist der Forschung bis jetzt allerdings noch nicht gelungen. So, das war's heute von unserer Seite. Mir hat's viel Spaß gemacht, an dem Projekt mitzuarbeiten und ihr wisst ja, wie es heißt. Quinoket? Doket. Tschüss!